zu den Festspielen. Magst du Musical? Auch, ja. Kenne ich so viel leider. Noch nicht. Mal vor, sowas zu machen? Ich finde sowas ja mal interessant, also wenn man so berufsübergreifende Sachen macht. Also die Karriere von Helen finde ich ziemlich beeindruckend. Mhm. Erst Rockmusik zu machen, dann Musical zu werden. Können Sie sich mal vorstellen, Rockmusiker zu werden? Mhm. Nee? Also meine Stimme als solches ist durch die Arbeit, die ich gemacht habe, so zur schweren Seite im Sinne von ausgebildeten Stimme geworden, dass es dann schwierig ist, solche Musik zu machen, weil gerade Rockmusik und Popmusik verlangt ganz viel Feeling und von der Stimmkraft eine ganz andere Einsetzen der Stimme. Und meine Stimme hat sich so auf die Seite des Klassischen ein bisschen mehr angesiedelt, schon durchs Phantomgesinge. Das heißt, ich muss schon mal wieder lernen, wieder ganz loszulassen und ganz klein zu machen. Weil so ein richtig gutes Rocklied, das verlangt eine ganz andere Stimmfärbung, auch Kraftgebung von der Stimme her. Also ich glaube nicht. Vom Feeling her, ja, aber... Entsetzlich. Wenn Sie mal eine Platte machen wollen, muss es immer ein Musical sein, ja? Ja, ich habe gerade eine gemacht. Übrigens. Ah ja. mit meiner Kollegin René Knapp. Wir bringen eine Platte heraus und eben für unsere Stimmen. Wir hatten es ja schon mal versucht mit ein bisschen Pop, das war nicht so die Richtung. Und wir haben jetzt eine LP mit 14 Titeln und zwar sind es Liebeslieder von 1940 bis heute etwa. Über Musical, aber auch ganz, wir haben ganz normale Popmusik aus der Zeit genommen, wo man noch mit Stimme gesungen hat im Sinne von klassischer Stimme. Also richtige schöne Liebesduette, die wird jetzt Mitte Februar, Anfang März erscheinen. Die beiden sind in ihrer Karriere ziemlich weit. Dieser junge Herr hat noch eine ganze Menge vor sich, denke ich. Jay steht für Jens, das kann man ja kurz erzählen. Du bist groß geworden in Ost... Ah ja, Moment, das muss ich kurz... also genauso wie man sich in Bankerkreisen automatisch sieht, kann es passieren, dass in Rock'n'Roll-Kreisen eher mal ein Du rausrutscht. Wenn sowas passiert, ist natürlich ein Sie gemeint. Und da ich ziemlich lange Rockmusiksendungen gemacht habe und auch seine alten Platten noch aufgelegt habe aus Ost-Berliner Zeiten, meine ich natürlich immer, wenn ich Du zu ihm sage, Sie. Ist klar, ne? Hallo Sie. Deine Karriere ist ja, so wie sie jetzt erstmal angefangen hat, so wie sich Klein Helmut die Wiedervereinigung vorstellt. Ne? Die Mauer geht auf, der kleine Ossi wird von einem großen amerikanischen Produzenten, der früher mit den Beach Boys gearbeitet hat, entdeckt und startet durch zum großen weltweiten Vertrag. Ungefähr so gelaufen, das Märchen? So ähnlich, ja. Ganz kurz gefasst, ja, genau so ist es gelaufen. Wie geht's jetzt weiter? Also jetzt, wie gesagt, jetzt habe ich die Platte ist jetzt raus, die kommt jetzt auch in Vereinigten Staaten raus, eigentlich in der ganzen Welt. Und ich gehe auf Tournee im Frühling und fangen auch gleich danach an, wieder die neue Platte aufzunehmen. Alles, das sind aber alles neue Erfahrungen jetzt, ne? Ja, na klar. Also ich mache schon Musik, seit ich 10 bin oder 11 bin, wo ich angefangen habe, klassische Gitarre zu spielen. Und danach habe ich den Schlagzeug angefangen, Keyboard angefangen, Bass und so weiter. Und habe einfach Sachen mir immer selber eingespielt. Also die Demos mir selber erarbeitet und so weiter und die Sachen selber geschrieben. Aber wenn jetzt so zum ersten Mal eine Platte produziert wird, zum ersten Mal diese Musik als Industrie auch vor einem steht, das heißt, hier Fototermin, da Interview, da den nächsten Werberummel, wie gehst du damit um? Verantwortlich. Wie sieht das aus? Also, was mich jetzt besonders, worüber auch viele Journalisten auch fragen, ist natürlich jetzt Deutschland, was passiert, weil ich aus Berlin komme. Und dann erzähle ich dir natürlich, was passiert in Deutschland. Auch, muss ich auch sagen, ich habe vorhin verfolgt, auch was Herr Schwarz-Schilling gesagt hat, von brennenden Häusern im Nachbarland und Menschenrechtsverletzungen in Bosnien und anderen Ländern. Aber die Häuser brennen hier in Deutschland und die Menschenrechtsverletzungen finden auch in Deutschland statt und sehr stark. Da brennen Häuser jede Nacht und Deutsche morden Menschen, verbrennen Menschen, verjagen Menschen, zünden die Häuser an. Und es scheint, dass die Deutschen kümmern sich mehr um die Ausländer im Ausland als die Ausländer hier in Deutschland. Und das fand ich eigentlich ziemlich zum Kotzen, was er gesagt hat. Wie gehst du denn mit deiner Musik damit um, mit dem, was du gerade erzählt hast? Meine Texte reden natürlich über diese Probleme ganz besonders. Also drei Songs reden darüber ganz besonders. Einen werde ich davon auch jetzt vortragen, der heißt Born on the Wrong Side of Town. Wo ich auch darüber rede, wie es auch vorher war, bevor die Mauer gefallen ist und nachdem der Mauer gefallen ist, also wenn einfach die Leute auf der Straße gegangen sind und die Mauer zerstört haben, um was Neues aufzubauen. Und jetzt sieht man ja, was daraus geworden ist, aus dieser ganzen Wiedervereinigung. Ich habe mich auch sehr in die Wiedervereinigung eingesetzt damals, weil ich schon gesehen habe, dass es sehr
fatale Folgen haben kann. Und das sieht man ja jetzt. Heute zum Beispiel haben sich die CDU, FDP und SPD ja eigentlich doch den Nazi-Forderungen nachzugeben, dass das Boot voll ist, dass zu viele Ausländer da sind, dass jetzt das Asylrecht doch geändert werden soll, die Verfassung geändert werden soll. Gut, die Erklärung vorneweg und jetzt lass es uns hören. Hier kommt Jay Bourne on the wrong side of town. Side, on the other side of the wall, where all of us were sure we was living in jail, that we didn't have no freedom. The freedom was on the other side of the wall, the side where grandma visited and brought back candy, and she brought back stories too. Stores bought store after store, well they got everything, the latest video games, and the folks riding shiny cars and everything clean. They got freedom, that's what we thought. Then one day the wall was gone. And on the wrong side of town. Have much, but we had our dignity, and they came and promised liberty. Lies, 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 lies. Are they delivered of poverty? Born on the wrong side of town. We were raised on the bad side of town. Maybe we was born on the bad side of town, but the Nazis weren't allowed to parade through town. Before the wall came down, till the west wind came and blew it all down. Blew it all down. They promised a better way, but all that the dream was taken away. Every damn thing that the people ever had, and the folks are going mad. Where's the wall? What's going down? They want to make a war, there's lots of cash to go around. What's going down? Where's the wall? And that's when he said, hey kid, you're mine. Kids don't know that wolves are correct. They stick it in the ghetto and gobble your heart. The mess, because nobody wants to return to the time when the folks couldn't travel where they went. But you know, if you ain't got nothing, you ain't gonna go far anyway. How'd you like to be stripped of everything you had? Your job, your home, your everything. How'd you like grown up in a land that's in another land's hands on the wrong side of town? Frau Wenzel, wenn Sie...